Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir ballern gerade mit der neuen Power-Ausrüstung und der Minigun auf diese Raider da unten. Los, ich hab noch was vor. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir an Leben schon viel verloren haben. Meine Typen halten schon ein bisschen was aus, aber... Okay, die Minigun ist gerade ein bisschen überhitzt. Ein bisschen. Aber die hat's, weil ich sehe... Ne, die hat nicht unendlich Muni, oder? Ne, hat sie nicht. Du musst jetzt erstmal sterben gehen, mein Freund. Ja, und ich würde noch sagen, wir haben genug Munition. Wir haben noch ein ganzes Magazin. Ich finde es halt richtig geil, dass das hier schon bei dieser Folge passiert. Also ich meine, wie lange... Das ist jetzt die 5. oder 6. Folge und damals im Dreier, da konnten wir ewig suchen, bis du mal eine Power-Ausrüstung gefunden hast. Geschweige denn, dass man sie benutzen hätte können. Oh, da kommt der nächste. War's das jetzt? Was? Was? Och nein, was kommt denn jetzt? Was ist denn das da hinten? Warte, draußen ist was. Ja, da draußen ist was und es ist nicht gerade übervorsichtig. Sehr freundlich, so wie es ausschaut, also... Da hätte ich jetzt schon ein bisschen Bammel, was hier kommt. Und jetzt regnet es auf einmal. Ganz schnell regnet es und... Können wir mal dieses Ding hier abschießen. Aber ich glaube, wir heben uns die Munition nochmal auf. Für später. Und wir hauen jetzt ab. Oder... Ja, würde ich auch sagen. Wir gehen hier runter und gehen raus. Ja. Es ist im Prinzip so, hier lädt dann einfach ein Level neu und das dauert ein paar Sekunden und schon geht's. Wir gehen mal nach vorne, was sie jetzt zu sagen haben. Die Minutemen sollten uns beschützen. Garvey hat es versprochen. Versprochen! Was regst du nicht so auf? Sei froh, dass du noch lebst. Hey, Sturges. Was? Schau mich nicht an, Neuer. Ich repariere nur Sachen. Wo ist denn der andere Typ jetzt hin? Irgendwo stehen doch Statistik, oder? Level up sucht der neuen Skill im Pip-Boy. Wir sind Level 3. Was? Wir haben gerade plus 11. Ach so, gut, wir sind ja in der Power-Ausrüstung. Skills haben wir keine. Wo kommt nochmal die Mission? Ah, wenn die Freiheit ruft. Eliminiere die Feinde in Concord. Okay. Im Prinzip ist es egal, was wir damit machen. Das heißt, wir können auch hier ruhig rausgehen und die alle erledigen. Ja, und Schaden macht uns das auch nicht wirklich. Zerstörte Power-Rüstung. Können an Power-Rüstungsstation oder über den Pip-Boy repariert werden. Das machen wir in dem Fall jetzt. Dann schauen wir uns das mal an. Also ich sehe hier noch nicht viele Gegner. Oder nicht mehr viele. Allerdings sehr viele Raider jetzt. Neue tote Raider, die natürlich einiges an Munition für uns bereithalten. Ist ja nie verkehrt. Wahnsinn, was die hier alles zu mitnehmen haben. Kostenlos. Also wir haben jetzt schon so viele Waffen. Oh, fuck! Alter, was ist das für ein Vieh? Todeskrallen? Ach, die Todeskrallen, die kann man erledigen. Thank you.
Ich sag doch, die kann man erledigen. Gut, wenn jetzt nicht die Munition aus wäre, fuck. Dann müssen wir jetzt ganz schnell eine andere Waffe holen. Dann könnten wir das überleben und auch killen, das Teil. Molotow bringt, glaube ich, ganz wenig. Lasermuskete. Ja, wenn die Minigun nicht leer wäre. Ne, Munition haben wir keine mehr. Splittergranate. Okay. Das Tier ist tot. Der Hund lebt noch. Ach du armer Waui, komm schon. Ach, du kannst ihm auch einen Stimpack geben, damit er wieder voll im Saft steht. Schon ist er gesund. Und wir haben eine Todeskralle erledigt. Also Leute, bitte, das ist nicht einfach. Dieses Ding ist wirklich ein fetter Brummer. Wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn eiskalt abserviert. Ich würde sagen, das war's jetzt aktuell hier mit den Gegnern. Dann würde ich mal vorschlagen. Wir haben den Punkt, wir haben die Bestätigung nicht erhalten. Das müsste doch irgendwo ein Gegner rumlaufen. Ich sehe aber keinen. Nee, doch, wir müssen wieder zurück. Das steht da. Dann machen wir das doch mal. Du trägst zu viel und kannst... Siehst du, ich sag doch, man darf nicht zu viel nehmen. Sonst kann man es vergessen. Ja, das ist keine Geschwindigkeit. Vor allem nicht mit dieser Rüstung. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Sachen wegwerfen. Blähfliegenfleisch braucht kein Mensch. Eichhörnchen, ein bisschen sowas behalten wir uns mal. Todeskrallen vielleicht auch mal. So. Nein, ich wollte es eigentlich wegwerfen. Ehre ablegen. Genau. Schrott haben wir genug. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Schrott. Erkennungsmarken. Hinterbein, ich brauche auch keinen Kopf von irgendeinem Teil. Eine Flasche, eine Bürste, Kaffeetasse, könnt ihr euch alle behalten. Auch keine Kreide. Rattengift, okay, das kann man mal behalten. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Tafelmesser, glaube ich, kann man auch nicht benötigen. Verstellbarer Schraubenschlüssel, 9 Stück. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal 5 davon ab, Vorkriegsgeld natürlich nicht. Die Klaue ist auch wertvoll. An Munition behalten wir uns auch alles. Okay, jetzt können wir wieder laufen. Das ist natürlich wichtig. Ja, und was man natürlich auch mal wegschmeißen kann, ich habe jetzt glaube ich hier 15 Rüstungen dabei, oder? Aber das reicht schon gar nicht mehr. Die können wir natürlich auch ablegen. Aber wir, auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Wir gehen jetzt wieder rein und dann müssten wir eigentlich den Plan von ihm erfüllt haben. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles ja, sieht gut aus. Mach keinen Aufstand. Entschuldigung? Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Boah, dankeschön. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, niederlassen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Tja. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Hm, schon wieder. Level up. Schicksal. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Aha. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Super. Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge. So, jetzt sind wir hier draußen vorm Gebäude und wir müssen jetzt
eigentlich fliehen, würde ich sagen. Jetzt kommen sie mit, okay. Nein, jetzt geht er wieder rein, super. Die brauchen meistens immer ein bisschen länger, bis sie nachkommen. Ja, jetzt gehen sie wieder rein. Ich sag doch, wir müssen rausgehen. Und dann folgen sie mir alle zum Commonwealth. Spannend wird mal, wenn man irgendwann in eine U-Bahn kommt. Also U-Bahn-Station muss es geben. Das ist so das wahre Grauen in Fallout. Da werdet ihr euch richtig drauf freuen können. Versprochen. Und jetzt müssen wir erstmal zur Markierung hin, wo das jetzt genau ist. Bin ich jetzt selbst überfragt. Aber da, wer läuft denn da vorne weg? Sind das die anderen oder sind das Gegner? Raider in dem Fall. Nee, das sind sie. Okay. Ich dachte schon. Nee, das sind sie. Gut. Ach so, das ist... Okay, jetzt komme ich mit. Seine Markierung ist er und die andere Markierung ist das Ziel. Okay. Naja, es ist schon relativ dunkel. Es fehlt noch so ein bisschen die Trauerspielmusik. Oha. Diese Viecher, ey. Wahnsinn. Blutkäfer, ja, igittigit. Echt nicht gerade angenehm. Oh, da ist wieder die Red Rocket. Sehr schön. Aber wir müssen weiter zurück zum Helferlein. Wie ist denn nur Cotsworth, genau. Ich hoffe jetzt, die kommen mal mit und machen mal hin, ey. Ach, die minimale Verstrahlung ist doch ein Klacks. Oh, der Fusionskern einer Power-Rüstung. Ach, hier steht's. Ja, 25% haben wir noch. Naja, fast leer ist übertrieben, aber... Ah, okay. Das ist also... Es verbraucht, wenn du dich langsamer, bewegst dich langsamer. Dogmeat hat... Wo ist der Hund? Ja, wo ist denn jetzt... Ach, da ist er. Der liebe kleine Dogsmeat. Ja, was ist denn? Was hat er denn gefunden? Ne, der steht in der Wand drinne. Okay. Das hat er gefunden, oder wie? Also ich habe jetzt nichts gefunden. Ganz ehrlich. Ach, da vorne müssen wir hin. Kommen die jetzt mal mit oder so? Ne, die kommen schon, die brauchen nur ein paar Minütchen länger, so wie ich das sehe. Gehen ganz gemütlich über die Brücke, während wir ein bisschen schneller sind. Rüstungswerkbank, oha. Okay, die Schreibmaschine pro Batterie, oha. Wir haben schon wieder zu viel... Oh, Mensch. Ah, Cotsworth. Hey, hallo, wie geht's? Übrigens, wenn man die anschießt, werden sie böse und killen dich. Also wollen dich killen. Hallo, Cotsworth, bleib doch mal stehen. Hallo. Super, ich renne genauso schnell wie er. Ja, dann müssen wir wieder was wegwerfen. Blechdose zum Beispiel. Bleistift braucht auch keiner. Ah, den Schlosserhammer, den können wir auch getrost mal wegwerfen. Schraubenzieher, Schreibmaschine braucht auch kein Mensch. Noch den Tafellöffel braucht man nicht. Okay. Sir. Ah, da ist er ja. Willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Ja. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Tja, sagt es genau dasselbe. Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Gerne. Ja, natürlich. Nach Ihnen, Sir. Der Hund. Keine Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen.
Och nein, jetzt muss der Hund gehen. Och nö. Tschüss. Hey, Junge. Los, Junge. Wir müssen gehen. Och Mann. Tschüss. Er will wieder zu mir her. Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Tja. Aufgepasst. Tschüss. Warte da. So, ja. Des Weiteren, kommen die jetzt endlich mal, oder? Wie lange brauchen die hier? Ja, jetzt kommen sie mal. Sehr schön. Da sind sie alle. Das sind jetzt doch mehr als 5, oder? Nee, es sind 5. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ja, ich auch. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja. Ja. Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ach so. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Ja, ich würde sagen, wir helfen ihnen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ja, schon wieder Level Up, Freunde. Juhu. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Sehr schön. Ja, Freunde, Level Up. Wir sind jetzt, glaube ich, schon Level 4 oder 5. Jetzt ist es aber Zeit, endlich mal unsere Statistik hier aufzu... Ja. Wir haben Spezialfähigkeiten, sehe ich das gerade richtig? Okay. Wahrnehmung, sie bestimmt die Waffenpräzision. Ausdauer, okay. Charisma wäre noch was. Intelligenz ist auch nicht verkehrt. Beweglichkeit. Okay. Na, ich würde sagen, das war's. Wir haben jetzt unsere ganzen Punkte vergeben. Hier haben wir jetzt 6, 5 und hier haben wir, wie gesagt, schon den nächsten Rang. Ich würde sagen, wir haben das jetzt geschafft. Skills haben wir alle. Eisenfaust, genau. Waffenlose Angriffe fügen einem Gegner 20% mehr Schaden zu. Ja, ist im Prinzip relativ unwichtig. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dieser 6. Folge. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dabei wart. Und es geht natürlich weiter. Jeden Tag eine Folge Fallout 4. Ich bin begeistert von dem Spiel. Habt ihr bestimmt schon öfter rausgehört. Bis dann, macht's gut, Servus.